Akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht zwei, drei oder vier Ehefrauen oder etwa doch? Und Integration, wenn denn an spätestens mit 23 musste man sich zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und der Eltern entscheiden. 2014 hat die GroKo unter ihrer rot-grünen Kanzlerin diese Optionspflicht abgeschafft und uns diesen Doppelpass auf Dauer beschert. Die AfD fordert, das rückgängig zu machen. Staatsvolk ist Wahlvolk und Wahlvolk kann Staat, Grundgesetz und Demokratie aus den Angeln heben. Ein zur Regel entarteter Doppelpass untergräbt Staat und Demokratie. Das wollen wir nicht. Dass jemand mehrere Staatsbürgerschaften anhäuft, muss begründete Ausnahme bleiben. Schließlich akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht zwei, drei oder vier Ehefrauen. Oder etwa doch? Und Integration.